Das ist doch ein schöner Pilz, ne? Ja. Warum machst du ab? Willst du den essen? Oh, guck mal, zwei Stück nebeneinander. Das schmeckt nicht, ne? Das ist ein Täublinge auf jeden Fall. Mhm. Was also? Jetzt ist, nicht ist so das. Giftig, ne? Jetzt ist nur noch Frage. Ist das ein Speisetäubling, ein Apfeltäubling, ein Zinnobertäubling? Noch ein kleiner. Oh, der sieht schön aus. Ja. Ein Zinnobertäubling oder ein Speitäubling? Warum heißt der Speitäubling? Warum heißt der Speitäubling Speitäubling? Hm? Bei der Speise. Speitäubling. Man kann ihn verspeisen. Nein, der Speisetäubling. Der Speisetäubling heißt so, weil man ihn verspeisen kann. Spei ist giftig. Und Speitäubling ist, weil man davon speien muss. Also kotzen. Also kotzen, genau. Also kotzen. Bei Täublinge machen wir das so, dass wir, jetzt musst du weiter filmen, dass wir ein Stück was vom Fleisch abmachen. Das darf man aber nur bei Täublinge machen, ja? Und dann stecken wir den Mund. Das Stück jetzt nicht runter, ne? Das, weil sonst ist, kann man ja vielleicht kurz. Ich weiß nicht. Nee, sonst kann man. Das ist so ein Speier. Oh. jetzt. Und jetzt weißt du, warum der Speitäubling heißt. Aha. Der ist scharf wie Chili und total bitter. Aha. Und der Kleine da ist genauso. Das ist genauso, das wird wohl genauso einer sein, da gehe ich mal von aus. Also, aber der sieht sehr schön aus. Ja, dann tun wir den da mal, ich pflanze ihn wieder ein. So, guck mal, das sieht so aus, wenn ich nie abgeschnitten hätte. Oh, da brennt auf der Zunge. Willst du auch probieren? Nein. Das, so. Willst du das machen? Den einmal anritzen, die Lamellen? Ja. Ach, da. Einmal über die Lamellen ritzen. Und kommt schon was? Ja, da. Ja, ja. Weiß, ne? Weiße Milch tritt aus. Wir wissen nicht, was für ein Milchlingsart das ist, weiß, aber auf jeden Fall ist es weiße Milch. Und wir wissen da so, dass die nur die Orange, dass die die orangenen Milchlinge, die eine orangene Milch haben und eine rote Milch, dass die alle essbar sind. Und die mit weißer Milch sind nicht alle essbar. Wir haben vorhin schon mal einen gefunden, wir haben dran gerochen, der riecht ziemlich bitter. Mhm. Ja. Der riecht auch voll bitter. Ne? Ja, ne? Hier haben wir, denke mal, einen gelben Knollenblätterpilz. Oh. Der ist im Gegensatz zu den grünen Knollenblätterpilz und weißen Knollenblätterpilz ist der nicht tödlich giftig. Der hier. Hat aber auch eine ausgeprägte Knolle und der Stiel ist ein bisschen abgesetzt von der Knolle. Kann man den sehen. Guck mal, was für eine dicke Knolle der hat. Richtig dicke Knolle, ne? Ja. Achso, der gelbe Knollenblätterpilz riecht nach Kartoffel. Mhm. Oh ja. Nach Kartoffelkeller, sagt man. Oh ja. Mhm. Ne? Das ja. Ist so wie eine Lagerstätte für Kartoffeln. Ja. So, das ist ein ziemlich gutes Anzeichen. So, ich habe ihn wieder eingepflanzt. So, Knollenblätterpilz, schön. Können wir vielleicht ein Video von machen, Timo? Wie wir den essen? Wie wir den essen? Nein. Nee, aber sowas.
Ja, da. Das ist doch mal, gelber Knoblauchpilz ist doch mal was Schönes. Ja, guck mal, bei so einem Pilz, wenn die Flocken, die sehen ziemlich weiß aus, ne? Mhm. Die Flocken, oder? Ja, aber der Pilz ist dunkel, glaube ich nicht, ne? Und auch ziemlich regelmäßig verteilt. Das macht ihn schon mal verdächtig, dass das ein Pantherpilz sein könnte. Oh. Wir müssen ja den jetzt säuberlich ausbuddeln und dann mal gucken, ob den rötlichen Stiel hat oder ob der Säckchen anhat. So, füllst du mal eben. Du musst mal den nehmen. Schon abgebrochen. Oh, das ist ein Perlpilz. So gut. Licht. Der ist schon ziemlich verwurmt. Aber wenn das so rötlich wird. Das ist alles zerfressen. Oh. Ne? Aber die rötliche Färbung sagt uns gleich, dass das ein Perlpilz ist. Da brauchen wir uns um Pantherpilz keine Sorgen zu machen. Und hier sind Riefen auf der Manschette. Ja. Also diese Schnecke hier hat schon einen halben Pilz hier verspeist. Also ordentlich am Futtern. Man sieht richtig, wie die mampft. Guck mal, Timo. Guck mal. Guck mal, wie die am Mumpfen ist. Aha. Die ballert sich die ganzen Pilze, aber die holt sich die ganzen Pilze in den Kopf. Mhm.